WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Soll ich weiter lügen? Fragezeichen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gerade in einer Situation sind, in der sie sich vielleicht so ein bisschen verfangen haben oder sogar ein bisschen sehr verfangen haben. Wir alle kennen das ja, dass man irgendwie sich so ein bisschen ausmanövriert hat, indem man gelogen hat. Und dann stellt man sich die Frage, soll ich das nun weitermachen und noch weitermachen und noch weitermachen und mich vielleicht noch immer mehr verzweigen in ein Lügengeflecht? Oder soll ich die Wahrheit sagen, vielleicht dann auch große Konsequenzen in Kauf nehmen, die damit verbunden sind? Also, die Frage lautet, und das Thema lautet: Soll ich weiter lügen? Wenn ihr euch diese Frage zurzeit stellt oder vielleicht schon lange stellt, kann ja auch sein. Es gibt ja Lügen, die man über Jahrzehnte mit sich herumträgt und nicht sicher ist, ob das gut ist, ob das in Ordnung ist, dass man das macht, dann ruft mich an 0800 220 50 50 oder mailt unter der bekannten Adresse. Der erste Anruf heute Nacht heißt Detlef. Hallo Detlef. Ja, hallo Dominion. 38 Jahre alt. Ich bin 38. Ja, schön, dass du da bist. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, soll ich weiter lügen? Ja, genau. Warum? Ja, weil ich eigentlich zurzeit oder schon seit 2003 mit einer Lüge lebe, die mein Alter betrifft. Die dein Alter betrifft? Ja. Seit 2003? Seit 2003, ja. Das heißt, wie alt gibst du dich aus? Ist das so eine Lüge? Ich gebe auch mich aus als 30-Jähriger, bin aber in Wirklichkeit 38. So wie ich es gerade gesagt habe. Ja. Und wie ich es hier stehen habe. Genau. Wem gegenüber sagst du, dass du 30 bist? Allen, die mich kennen oder jetzt kennen. Ich bin 2003 in eine andere Stadt gezogen und habe da dann eben das erzählt. In eine neue Stadt gezogen und dann gleich den Jungbrunnen mitgenommen und dich gleich glatt 8 Jahre jünger gemacht. Genau. Bist du in einer Beziehung? Ich bin zurzeit in einer Beziehung, ja. Wie lange schon? Seit 2004. Aha, also die Beziehung denkt auch, dass sie da einen jungen, knackigen Kerl von 30 Jahren an der Seite... Ja, genau. Ja, warum machst du das? Warum ich das mache, weiß ich nicht. Ich hatte, vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich wirklich eine richtige Krise hatte, wo ich 30 geworden bin und... Das geht ja noch. Werd erst mal 40 oder 50, dann hast du deine Krise erst mal. Da stehe ich ja nur in Wirklichkeit kurz davor. Stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich fühle mich damit einfach besser. Einerseits, andererseits vielleicht aber auch nicht. Vor allen Dingen, wenn du deine Beziehung, deine Frau, ist es eine Frau oder ein Mann, mit dem du zusammen bist? Eine Frau. Vor allen Dingen, wo du deine Freundin belügst. Das ist ja nun, mit der du auch schon dann 2 Jahre zusammen bist. Ja, sicher. Es ist auch immer irgendwo die Angst, dass es rauskommt. Ja, es gibt doch immer so Situationen, wenn man gemeinsam in Urlaub fährt und man reicht die Personalausweise oder die Pässe oder der andere kriegt mal eben solche Unterlagen von dem anderen in die Hand, dass man da mal einen Blick drauf wirft. Hast du da nicht Angst? Oder im Hotel muss man ein Geburtsdatum angeben. Na gut, da sagst du das falsche Datum, ist klar, aber mit den Pässen beispielsweise. Ja, gut, ich habe Gott sei Dank diese Situation mit den Pässen noch nie gehabt. Meine Papiere sind alles, wo Alter draufsteht, sind versteckt und stehen wirklich in der Abstellkammer, in der Kiste drin. Und also sie hat hier wirklich bei mir in der Wohnung keine Chance, irgendwas zu finden, wo mein Alter steht. Also das ist richtig durchdacht, das Ganze, dass bloß gerade sie nicht drauf kommt, dass du 8 Jahre älter bist. Genau. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 22. 22. Kriegte sie vielleicht einen kleinen Stich durch den Körper, ne? Wenn sie wüsste, dass der Freund nicht. Ja, natürlich, das denke ich ja auch. Und vielleicht. Vor allen Dingen, weil sie gerade auch immer sagt, sie hat mir jetzt erst vor kurzem von ihrer Freundin erzählt, die auch so alt ist wie sie und dass sie mit einem 40-Jährigen zusammen ist und sie könnte das überhaupt nicht verstehen, wie man mit so einem alten Mann zusammen sein kann. Ja. Ein schönes Kompliment, ne, für dich dann. Ja, eben. Ja. Siehst du denn, nimmt man es dir denn auch ab, dass du 30 sein könntest? Äußerlich? Oder denken die, Mensch, der sieht aber alt aus für sein Alter? Kann das sein? Ich habe das noch nicht erlebt, dass einer gesagt hat, dass ich alt aussehe. Ja. Also das gab es bisher noch nicht. Ich meine, vielleicht denken sie das, aber direkt mir gesagt haben sie es noch nicht. Als du damals in diese neue Stadt gezogen bist, im Jahre 2003, mhm. Ne, so war das.
genau. Hast du dir das so richtig vorgenommen oder ergab sich das irgendwie so und du hast gedacht, wow, das mache ich mal jetzt so? Nee, nee, das hatte ich mir richtig vorgenommen. Das Ganze fing 2002 an, da ging meine Ehe kaputt. Mhm. Und ich fing an mit dem Chatten und lernte da jemanden kennen. Da wird ja auch gelogen, dass die Balken sich biegen, ne, im Chatten. Ja, denke schon, ja. Ja, aber hallo. Ja, und wie gesagt, dann da fing das erste Mal an eben, dass ich plötzlich schrieb, dass ich eben jünger war und und lernte diese Person dann auch kennen und da hat sich das so entwickelt. Und hast gemerkt, dass deine Marktchancen natürlich größer sind, wenn du dich jünger gibst, als genau. Dann. Aber gibt es nicht irgendwie schon mal so Situationen, es gibt ja auch noch ein altes Leben, Leute von früher, die dich besuchen und die auch vielleicht in Kontakt kommen mit deiner Freundin und das da irgendwie, weiß ich nicht, wenn du Geburtstag feierst, könntest da nicht rauskommen und da kommen alte Leute von früher zu dir? Ja, wie gesagt, ich wohne ja in einer anderen Stadt, die weit weg ist. Ja, und da sind alles neue Freunde und da gibt es diese alten Freunde nicht. Wie weit ist denn der Abstand von der jetzigen Stadt und der ehemaligen Stadt? 300 Kilometer. Naja, das ist doch nichts. Da kann doch mal jemand rüberkommen zum Geburtstag. Könnte, aber tut nicht. Also das sind zwei verschiedene Welten. Richtig. Früher und jetzt. Richtig. Ja. Ist natürlich Jugendwahn, ne? Ist natürlich bekloppter Jugendwahn. Ja, kann das sein. Ist unsere seltsame, kranke Welt, in der wir leben, wo uns allen nur eingeimpft wird, jung und glatt ist schön. Und alt und schrumpelig ist schlimm. Und das ist schlimm, dass man so denkt, finde ich. Wir kriegen ja nur die polierten Gesichter vorgeführt durch die Werbung und durchs Fernsehen. Und uns wird immer eingetrichtert, nur das zählt. Aber dass vielleicht Alter auch verbunden sein kann mit Erfahrung, das sagen die Leute heutzutage nicht, was ich sehr schade finde. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, ich bin ja selbst so, muss sagen, ich habe in den letzten oder seit 2003 nie eine Freundin gehabt, die älter war als 25. Ja, eigentlich ist es ein Armutszeugnis. Eigentlich müsstest du so selbstbewusst sein und sagen, Mensch, ich stehe auch zu meinem Alter. Es ist nun mal so. Und wenn die 22-Jährige sagt, ich bin ihr nur aufgrund meiner Jahre zu alt, dann bin ich auch nicht der richtige Partner. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie sagt, ach ja, ist mir auch egal. Ich liebe dich ja jetzt, ich habe dich ja so kennengelernt, wie du bist und ich akzeptiere dich so. Ja, das könnte durchaus sein, das könnte ich mir auch... Wenn die dich nur verlassen würde, weil die jetzt erfährt, dass du 38 bist, ist das aber heftig und krass und würde nicht für deine Freundin sprechen. Es sei denn, sie regt sich darüber auf, vielleicht zu Recht, dass du sie belogen hast. Wobei das so eine Lüge ist, die kann man ja auch verzeihen. Das ist ja irgendwie so eine alberne Lüge, finde ich. Ist ein bisschen albern. Das, ja, es gibt ja auch sehr viele Schauspielerinnen, ja, Frauen, Männer auch, aber eher machen das Frauen ja, die dann immer, die irgendwie jedes Jahr 45 werden. Mhm. Ja, sicher gibt es die, sicher. Aber wie gesagt, mir ist es irgendwo auch wichtig, ich will auch nicht, dass es irgendeiner rausbekommt. Ja, aber irgendwann kommt es doch raus. Ich weiß nicht, also ich lebe, wie gesagt, seit 3 bzw. 4 Jahren damit. Aber stell dir doch mal die Peinlichkeit vor, wenn das wirklich mal rauskommt, gerade gegenüber deiner Freundin. Das ist doch super peinlich. Wie stehst du da? Nicht wie ein erwachsener Mann, sondern wie ein Hampelmann, eigentlich. Oder? Ja, da wird schon ziemlich blöd dastehen, das stimmt schon. Finde ich schon. Immerhin mutig, dass du mich anrufst und mir das erzählst. Man könnte dich ja auch erkennen an der Stimme. Ich hoffe es nicht. Ja. Bist du denn fest entschlossen, das weiter durchzuziehen? Ich denke schon, ja. Da muss ein Umdenken im Kopf passieren bei dir. Alter ist nicht schlecht. Alter ist gut. Und vor allen Dingen ist es natürlich, man muss es doch so akzeptieren. Wir werden nun mal alle älter und wir werden auch alle irgendwann mal sterben. So ist es nun mal. Ja, sicher ist es so, aber... Und je mehr man zu sich selbst steht, auch wenn man älter wird, desto besser ist auch die Ausstrahlung, die man hat. So zappelst du ja irgendeinem Idealbild hinterher. Naja, sicher. Sei froh, wenn du mit 38 noch so gut aussiehst. Aber auch selbst wenn du mit 38 aussehen würdest wie 38, wäre es ja auch gut. Ah, da müssten wir aber, glaube ich, noch mal ein Rundchen drüber reden. Vielleicht mal ein bisschen länger als hier nur in der Sendung. Ich weiß nicht. Ja, das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Lebenshaltung, ne, die da angesprochen ist. Was machst du vom Beruf? Ich bin Verkäufer. Ah, das ist auch so ein Beruf, wo man auch mal so schick und glatt und toll aussehen muss, ne? Naja, schon, klar. Wo arbeitest du im Textilbereich? Nee, mehr im Baumarkt, aber da müssen wir halt auch bestimmte Hemden tragen und Hosen und so. Ja. Ja, Detlef, also ich finde es nicht so toll. Vor allen Dingen, wenn ich deine Freundin wäre und das mal rausbekäme, dann würde ich denken, was ist denn das für ein Heini?
Ja, ich hoffe mal, sie bekommt es nicht heraus. Ja. Also die Frage lautet, soll ich weiterlügen? Ich würde dir antworten, wenn du mich fragen würdest. Nein, lüge nicht weiter, aber es ist natürlich deine Entscheidung. Mein Lieber, Detlef, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Und dann wirst du jetzt immer 30, oder wie? Nee, ich bin ja eben seitdem gealtert, ganz ja. normal, ja, wie jeder andere auch, bin ja. eben jetzt halt 30 auf diesem Stand. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt, soll ich weiter lügen? Habt ihr euch in eine Lüge verstrickt oder ja vielleicht sogar heillos verstrickt und irgendwie wirklich jetzt vor der und steht wirklich jetzt vor der Frage, soll ich das weiter so machen oder soll ich endlich mal reinen Tisch machen? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, vielleicht beraten wollt, was man so tun sollte oder könnte, dann meldet euch bei mir 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domain@wdr.de und nicht vergessen auf die Mail die Telefonnummer zu schreiben. Marie ist hier. Marie ist 23. Guten Morgen. Morgen. Hallo Marie. Na? Ja, ich habe auch eine Lüge. Ich bin gespannt, jetzt davon zu hören. Es ist eigentlich, ja, im Prinzip ist es meine Lebenslüge. Aha. Und zwar, also vorwiegend belüge ich halt meine Mutter. Ja. Und zwar in dem Punkt darauf, dass ich halt Bulimikerin bin. Dass du was? Bulimikerin. Also Bulimikerin? Ja. Dass du also an Ess- und Brechsucht leidest. Ja, korrekt. Mhm. Mhm. Und also sie hat das halt irgendwann rausgekriegt, ich glaube vor 5 Jahren oder 6 Jahren, weiß ich nicht mehr so genau. Ach, sie hat es schon rausbekommen? Ja, ja. Und hat sie mich halt auch darauf angesprochen, da habe ich gesagt, ja, habe ich mal gemacht. Mhm. So. Und ich mache es aber seitdem halt immer noch weiter. Ich kann das aber eigentlich ganz gut wohl verstecken. So. Also sie hat da nicht so wirklich die Ahnung davon. Achso, sie ist ja damals mal irgendwann vor 5, 6 Jahren. Das heißt, du hast diese Erkrankung schon sehr lange. Ja, seit ich 14 bin. Seit du 14 bist? Ja. 9 Jahre. Ja. Sie ist dir mal auf die Schliche gekommen und hast du gesagt, ja, das habe ich mal gemacht, aber das ist jetzt vorbei. Ja, genau. Und das hat sie mir halt auch so abgekauft. Ja, und das geht ja schon 5, 6 Jahre so ungefähr. Ja. Also, ja, und das geht ja immer weiter, also ich kann das ja nicht offen irgendwie zugeben, so, und das ist ja irgendwie so mein Problem. Lebst du bei deiner Mutter? Ich bin vor 2 Monaten ausgezogen. Ach so. Also, bis dahin habe ich halt noch da gelebt. So. Ja, bei deinen Eltern oder nur bei deiner Mutter? Bei meiner Mutter. Bei deiner Mutter? Ja. Mhm. Das heißt, also in dem nahen Zusammenleben war das aber dann eine Riesenlüge, die du aufgebaut hast. Ja, sicher. Du hast in ihrem Badezimmer erbrochen. Quasi in eurem gemeinsamen Toilette. Ja. Du hast das Essen, was deine Mama dir gekocht hat, wieder rausgebrochen. Nicht immer. Also nicht zwangsläufig das Essen, was Mama... Also, aber auch sicherlich. Ja, ja. Kam auch vor. Wie oft erbrichst du am Tag? Also es ist abhängig. Also ich habe so im Schnitt habe ich so 4, 5 Mal die Woche vielleicht. Mhm. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann im Prinzip nur noch auf dem Klo hänge. Mhm. Also im Durchschnitt kann man sagen, fast jeden Tag. Und es gibt dann auch schlimme Tage, wo es noch mehr. Ja. Wie ist es mit dem Gewicht bei dir? Bulimiker sind ja in der Regel nicht so ganz dünn. Also ich bin nicht so magersüchtig wie die anderen. Nee. Oder so. Man sieht es dir nicht so an. Nee. Hast du denn dann zu Hause, ich meine, hattet ihr eine Wohnung oder ein Haus, deine Mutter? Also wir hatten ein Haus, also wo ich vorher gewohnt habe, hatten wir ein Haus und jetzt ist es ja. Jetzt bin ich halt nur noch am Wochenende irgendwie da, weil ich berufsbedingt umgezogen bin. Ja, nee, ich wollte auch Folgendes hinaus. Also man kennt ja die Geräusche in der eigenen Wohnung und auch im eigenen Haus. Ja. Da warst du wahrscheinlich immer sehr verspannt, wenn du dann zur Toilette gegangen bist, um zu erbrechen, damit die Mutter das nicht hört. Ja, klar. Wie hast du das gemacht, dass es so lautlos dann über die Bühne also, ging? Also es ist so, dass ich halt immer sehr gerne sehr laut Musik höre und meine Mutter es schon aufgegeben hat, irgendwie so zu resignieren. Und dann natürlich auch im Badezimmer steht dann immer meine Musikmaschine. Und gute Tarnung. Da gibt es viele Musik Möglichkeiten. Mhm. Und selbst wenn mal der Stecker nicht drin war, also dann lief halt die Spülung oder... Nur haben ja viele Leute, wenn sie erbrechen, das ist ein anstrengender Akt. Da hat man auch vielleicht die Augen vielleicht so ein bisschen gerötet. Ist das bei dir auch so? Am Anfang war es natürlich sehr anstrengend, so klar, aber inzwischen muss ich da nicht mehr groß was machen, so, von daher geht das so. Aber ich merke es halt jetzt einfach auch körperlich. Also ich habe halt häufig Kreislaufprobleme und es halt fällt jetzt auch so bei der Arbeit auf und dann sage ich, ja, nee, ist das Wetter. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Physiotherapeutin. Ja.
Also auch eigentlich jemand, der sich damit auskennt, was es bewirkt. Ja. Du belügst die Mutter? Ja. Wer weiß denn überhaupt von der Bulimie? Also damals halt, als Mama mich darauf angesprochen hat, da habe ich es halt auch noch einer Freundin erzählt. Mhm. Sonst eigentlich keiner. Keiner? Also, nee. Also was ich halt mache, ist halt in meinen Gedichten das niederschreiben und sonst eigentlich gar nicht. Also Tagebuch-Sachen quasi, sowas mit in Form von Gedichten? Ja, genau. Wie ist denn das für dich, dass du dann jetzt hier so drüber sprichst? Also es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein befreiendes Gefühl, so einfach zu sagen, okay, es ist so und Lena, Marie akzeptiert endlich hier mal. Es geht einfach nicht mehr so. Das heißt, wenn es keiner weiß, jetzt außer deiner Mutter ein bisschen und der Freundin damals und jetzt mir, dass du auch noch nie in einer Therapie warst. Nee. Also ich habe es halt auch überlegt, weil es halt einfach mir auch zu viel verbaut hat irgendwo. Mhm. Weil ein paar Sachen durfte ich dann halt einfach nicht machen, weil dann diese Kreislaufstörungen halt auch wieder aufgetreten sind. Mhm. Da hatte ich es halt auch schon überlegt, aber wirklich so den Schritt zu machen, mach eine Therapie. Aber also, du bist vom Fach und wahrscheinlich hast du sehr viel gelesen mit dieser Erkrankung. Ja. Dir ist klar, was für eine schwerwiegende Erkrankung ist. Ja. Und dir ist klar, dass du im höchsten Maße mit deiner Gesundheit spielst. Ja, es ist schon ein Wunder, dass Gesundheit mit meinem Leben. Mit deinem Leben, letztendlich mit deinem Leben, richtig. Ja. Und es ist fast schon ein Wunder, dass du nach so langer Zeit nicht irgendwas hast. Irgendeine Erkrankung, eine innere Erkrankung. Ja. Mhm. Kann ich diesen Anruf auch so verstehen, dass dir das Wasser irgendwie schon bis zum Halse steht und dass du kurz davor bist, jetzt etwas zu unternehmen? Ja. Ja. Korrekt. Ich kann dich nur ermutigen dazu, Marie. Ich kann dich nur ermutigen dazu. Du hast es ja, ich meine, ich muss es dir nicht sagen, du hast es gerade selbst ausgedrückt. Du spielst nicht nur mit deiner Gesundheit, du spielst mit deinem Leben. Die Gesundheit ist ja schon im Eimer, also von daher, der nächste Schritt ist halt einfach im Prinzip nur noch das Leben, weil mehr als die Gesundheit, die schon kaputt ist, kann ich nicht mehr zerstören. Und dann was ist, hast du schon eine schwerwiegende Erkrankung, die ausgelöst wurde, eventuell durch die, was hast du? Ich habe seit Ewigkeiten irgendwie schon meine Tage nicht mehr. Weiß aber ja auch, woher es kommt. Also, weil der Körper es einfach irgendwann nicht mehr verarbeiten kann. Ja. Gut, dann hinzukommen. Eindeutig darauf auch zurückzuführen. Viele andere innere Erkrankungen, Bauchspeicher, Drüsenerkrankungen, Magenerkrankungen, alles Mögliche. Ja. Also, es ist ganz schlimm. Nun ist das eine sehr verbreitete Erkrankung. Mhm. Es ist auch kein Tabu mehr, so wie es vielleicht vor 10 Jahren noch war, das zu haben. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, fast Heerscharen von Psychologen, die sich darauf spezialisiert haben. Du hast ja überhaupt gar nichts zu verlieren, wenn du damit anfängst. Du hast nur zu gewinnen. Du musst kämpfen. Ja, ich habe insofern sowas zu verlieren, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr über mich beherrschen zu können. Nee, du beherrschst dich ja überhaupt gar nicht im Moment. Seit 10 Jahren beherrschst du dich nicht. Du bist ja Sklave deiner Erkrankung, deiner Sucht. Ja, so ist es. Aber, also, Du hast nur dann diesen, in Anführungszeichen, Ausweg, nicht mehr zu kotzen, wenn die Spannung zu groß wird in dir. Der ist dann weg. Aber dafür gibt es ja die Therapie, um dafür andere Weichen zu stellen. Wie ist deine Mutter? Was ist das für ein Typ? Ist die, also erstmal, wie ist die Beziehung zwischen euch beiden? Also inzwischen halt besser. Mhm. Aber also wie gesagt, es ist wie immer noch Anlüge und dass ich ihr das halt immer noch nicht sage, das ist auch irgendwie, das ist eine Scheißsituation irgendwo. Ja, ich meinte gerade, ist es eigentlich eine gute Beziehung zwischen euch beiden? Eigentlich. 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 Das heißt, umso schwerer wiegt das, dass du sie anlügst. Vielleicht wäre der erste Schritt jetzt, ich meine, du hast jetzt angerufen, das ist schon ein Schritt, vielleicht wäre der nächste Schritt, das ist einfach deiner Mama zu sagen. Sie wird dir keine Vorwürfe machen. Das ist eine schwere Erkrankung und du hast es ja aus einer Not heraus gemacht. Hast du gelogen. So, wenn du es da schon mal ausgesprochen hast, dann ist es immer einfacher, noch weiter zu gehen, dann hin vielleicht auch noch irgendwann zu einer Therapie. Ja, aber es fällt ja viel leichter zu sagen, nee, es ist nichts. Klar. Als zu sagen, es ist immer noch was und es ist immer noch nicht weg. Na, es ist nicht immer noch was, es ist ganz schlimm. Wenn du mir sagst, dass du quasi jeden Tag kotzt, ich muss es mal so ausdrücken, dann ist es drastischer auch für einen selbst. Oder dass du Tage hast, wo du 4-5 Mal am Tag dich übergibst, da ist das sehr schlimm.
da ist das nicht nur noch so ein bisschen, da ist immer noch was da, dann bist du schwer bulimiekrank. So, ja. Das zu akzeptieren ist der erste Schritt. Ja, aber ich glaube, das ist noch ein weiter Schritt. Also bis ja, aber du, ich meine, okay, die Erkenntnis ist da. Ja, du klingst aber schon ganz gut. Also ich habe ja schon mit Frauen gesprochen, wo das noch sehr weit weg war, bis sie das mal, alles, was du gerade schon gesagt hast, finde ich, geht in die richtige Richtung. Ja, das Problem ist, ich habe es ja auch wirklich versucht. Also es geht einfach nicht. Mhm. So, also die versucht so, selbst davon... Die Vernunft sagt, lass es doch einfach. Klar, lass es einfach sein. Aber Marie, die Vernunft schafft auch nicht, manch einen von einer schweren Drogensucht wegzukriegen. Das schafft man mit klaren Gedanken und Vernunft nicht. Dafür gibt es ja nur eben Ärzte und Therapeuten, die einem da helfen, um mit allen möglichen Tricks und Verfahren einem da zu Leibe rücken. Und, richtig auch zu Leibe rücken. Gut das machen. Ja. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja. Ja, wenn es denn sein muss. Nein, ist okay. Nein, da kannst du dir vielleicht noch ein Bild machen, welche Art von Therapie und wo und weiß ich was alles. Ja. Es geht einfach nur um ein paar Informationen, die wir dir noch geben wollen. Ja. Sprich mit deiner Mutter, mach dann den weiteren Schritt, melde dich bei einer Therapie oder in einer Klinik an oder eben bei einem Therapeuten und mach was. Ja. Ich würde gerne auch noch irgendwann später mit dir nochmal telefonieren. Ja. Also wenn es ein bisschen vorangeht, meldest du dich bei mir. Ja, okay. Ja, würde mich freuen. Alles Gute, Marie. Ja. Und du legst bitte auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Unser Thema heute heißt, soll ich weiterlügen? An dieser Stelle mal so ein paar Infos für euch, unsere Stammzuschauer und Stammzuseher. Wir haben diese Woche noch Sendung und nächste Woche. Und dann kommt die Sommerpause. Also nächste Woche sind wir noch da. Diese Woche sind wir übermorgen nicht im Fernsehen und nicht im Radio, denn da ist Feiertag. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag. Nicht überall in Deutschland. Deshalb gibt es Donnerstag hier keine Sendung. So, jetzt bin ich verbunden mit der Gine. Stimmt das? Gine? Ja, stimmt. Das stimmt. Und Gine ist... Ja, hallo. Ja, hallo. Domian. Und Gine ist 40 Jahre alt. Ja, richtig. Und zwar habe ich angerufen, ich habe einen ganz wunderbaren Menschen direkt am Anfang, wo wir uns jetzt kennengelernt haben, belogen. Wann habt ihr euch kennengelernt? Ja, persönlich noch nicht. Erstmal nur Chat und Telefon und SMS. Ja. Und zwar will ich kurz die Geschichte erzählen. Ja, bitte. Vor einiger Zeit, also ich bin solo, aber habe Anhang, 5 Kinder. Oh. Und bin auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. So. Ist nicht so einfach wahrscheinlich. Nee, eigentlich nicht. 5 Kinder, Gratulation. Ja, finde ich toll. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann jemand kennengelernt im Chat und habe dann telefoniert mit dieser Person. Mhm. Und als das Thema dann auf meinen Anhang zu sprechen kam... die Kinder? Hat er direkt abgeblockt. Ja, ist ja schwierig mit 5 Kindern, ja, und keine Zeit. Achso, aber das hast du schon gesagt. Ich habe 5 Kinder. Das habe ich gesagt, genau. Kurze Frage für mich, wie alt sind die Kinder? Der Jüngste ist 6, die Älteste 16. Ah ja, also... Und 13, 8 und 9. Alles da. So. Alles da, von klein bis... groß. Bist du fast schon erwachsen, ja. 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 So, und daraufhin habe ich nie wieder was gehört. Und dann habe ich darüber mit meiner Freundin gesprochen, dass ich da halt ein Telefonat hatte und wo der halt gehört hat, wie viele Kinder, war es sofort erledigt. Mhm. Da hat meine Freundin dann gesagt, ja, würde ich auch machen. Sagt sie, wenn du nochmal einen kennenlernst, dann sag doch, du hast 3 und treff den dann erstmal und dann sagst du, wie viel du wirklich hast. So, und jetzt war ich dann wieder im Chat und habe tatsächlich jemanden kennengelernt, auch gleichen Alters. Ja. Und wir haben jeden Tag telefoniert, mehrmals, sogar stundenlang, dass alles andere schon halb liegen bleibt. Und wir harmonieren, also sind auf einer Wellenlänge und morgen soll das erste Treffen stattfinden. Und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und du hast ihm das so gesagt? Karten gespielt du hast ihm gesagt, du hast 3 Kinder. Genau. Und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich nicht direkt die Wahrheit gesagt habe. Und weiß jetzt wirklich nicht, wie soll ich ihm das morgen beibringen. Weil er kommt auch von weiter weg extra. Und ich finde den Tipp von deiner guten Freundin auch nicht so schlau.
Nee, eigentlich nicht. Den habe ich auch schon wirklich ganz doll bereut. Nee, das ist also, nix. Das ist nix. Jetzt also, ist es eigentlich erst richtig kompliziert. Ja, ja. Jetzt habe ich das gar nicht richtig verstanden. Wie lange telefoniert er jetzt schon? Ja, seit 2 Wochen, jeden Tag, mehrere Stunden teilweise, schreiben SMS. Und habt ihr viel über die Kinder gesprochen? Ja, also ich weiß, er hatte schon mal eine Beziehung mit einer Frau über mehrere Jahre, die hatte 3 Kinder. Ja. Und er liebt Kinder über alles, ist also ganz doll auf Kinder. Mhm. Und ja, und er ist also ganz neugierig schon, meine Kinder kennenzulernen. Und wahrscheinlich, so wie du ihn jetzt schilderst, ja. Hätte der, wenn du gleich gesagt hättest, ich habe 5 Kinder, auch positiv reagiert. Wenn, wenn er auf 3 Kinder positiv reagiert, warum soll er auf 5 negativ reagieren? Das ist auch Quatsch. Das stimmt. Das ist auch wirklich Unsinn. Ja, und das ist eine ganz blöde Lüge. Weil ich gelogen habe, ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ja, hätte ich auch an der Stelle. Hätte ich auch. Vor allen Dingen, wenn du schon sagst, das ist ein netter Kerl und man hat sich gut verstanden. Und sehr netter sogar. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das ihm morgen beibringen soll. Ne? Also das wann trefft ihr euch denn? Das ist wie so ein riesiger Berg, wo ich gar nicht hochkomme, sozusagen. Wann trefft ihr euch? Ja, er wird morgen im Laufe des Tages bei mir sein. Ach so, er kommt zu dir. Das heißt, er wird auch schon gleich mit der Wahrheit konfrontiert. Dann eigentlich schon. Die Kinder sind ja alle irgendwie dann so da, oder? Sind dann da, ja. Und deshalb, also, ja. Ich meine, du hast aber auch Nerven. Du belügst den bis zum Schluss und dann lädst du ihn zu dir nach Hause ein. Und das sind übrigens meine Kinder hier, 1, 2, 3. Ach, ja. Wann? 5? Ich habe mich da ein bisschen vertan. Nein, also er kommt ja nicht direkt zu mir vor die Tür, sondern wir treffen uns erst hier im Ort und dann sollten wir zu mir. Ach so, ja, das ändert hier die Sachlage schon. Also er kommt jetzt nicht direkt zur Tür. Und so, das Problem ist auch noch, ich weiß gar nicht, wie ich ihm das dabei bringen soll. So, also, pass auf, jetzt sind wir uns ja einig, dass das schief gelaufen ist. Ja, ne? Richtig. So, jetzt muss man den Kahn aus dem Dreck ziehen. Ja. Was heißt denn davon, wenn du ihm das genauso erklärst, wie du es mir erklärt hast? Genauso. Ja? Ja, das finde ich irgendwie so fast schon ein bisschen sympathisch. Einmal, du bist herbe enttäuscht von dem einen Typ. Ja. Dann hat deine Freundin dir diesen Ratschlag gegeben. Das stimmt. Und daraufhin hast du das jetzt so gemacht. Ja. Ich meine, irgendwie ist das ja auch noch ein bisschen nett und es menschelt ja auch und es ist ein bisschen nachvollziehbar. Vielleicht schmunzelt er dann und sagt, naja, komm, schwamm ja, drüber. Ja. Ja, ich war heute fast so weit. Wir haben vorhin auch wieder telefoniert, sehr lange und dann habe ich gesagt, du, ich muss dir noch was erzählen. Ach so. Dann habe ich sag doch mal. Ach nee, Quatsch, ich habe nur Quatsch gemacht, habe ich dann den Mut nicht aufgebracht. Aber dann ist er schon alarmiert, irgendwas ist im Gebüsch, ne? Ja. Irgendwas wird er sich bedenken. Ja, genau. Vielleicht hört er ja zufällig heute Abend diese Sendung. Ja, das wäre natürlich... Das wäre natürlich ein Knaller. Ja, weil, also das ist absolut von der Art und wie er sich gibt, ein Traumtyp. Wie alt ist er denn? 41, also passt perfekt. Das passt perfekt, und auch wir sind auch auf einer Wellenlänge. Ja. Und wie war das jetzt? Er hat, wie viele Kinder hat er? Nur eins. Aber es lebt nicht bei ihm. Mhm. Ja. Aber er ist ein Kinderfreund. Ein Kinderfreund, auf jeden Fall. Und also würde sich vielleicht über die plötzliche Vermehrung und die Kinderschar freuen. Ja. Wissen denn deine Kinder, dass du auf Brautschau bist? Ja, meine Kinder habe ich da schon informiert. Die wissen das. Ja. Wissen auch, dass uns jemand besuchen kommt. Und die ich habe auch gesagt, das ist erstmal nur ein guter Freund. Ja. Wollte dann die nicht sind ja, mit der sind, Tür ins Haus Nee, fallen. Aber die sind ja... Das hört man ja immer wieder. So Kinder sind ja unter Umständen auch sehr kritisch, ne? Ja, das stimmt. Vor allem, nee, im Gegenteil. Die freuen sich also total, den kennenzulernen. Wie hast du dich denn... Wie lange bist du jetzt solo? Ich bin jetzt schon bestimmt 7, 8 Monate solo. Ach so, länger noch nicht? Nö. Und da vorher warst du mit dem Vater deiner Kinder zusammen? Ja, ich muss sagen, ich bin in erster Ehe... Ich war schon mal verheiratet. Wir haben auch schon mal vor einigen Jahren telefoniert. Aha. Ich bin in erster Ehe verwitwet und daraus stammen die 2 ältesten Kinder. Ach so. Und dann 3 noch von dem du dich jetzt neulich getrennt hast. Also Ex-Partner sozusagen, der jetzt, also wo ich nicht mehr mit zusammen bin. Und jetzt diese 7 Monate, ich meine, das ist ja noch nicht so ganz lange, aber immerhin. War das nicht mega Stress für dich? Wie meinst du jetzt mega Stress? Ja, mit den Kindern so allein zurechtzukommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei uns war es schon 2 Jahre zuvor am Kriseln und wir haben auch getrennte Zimmer gehabt. Ja. Und ich gehe auch nebenbei noch arbeiten und habe hier alles immer hochgehalten, so mit Geld und so, weil mein Partner war ein Mensch, der hat die Arbeit nicht erfunden, war also jahrelang arbeitslos, war auch bestens mit Hartz IV bedient. Mhm. Ihm hat das gereicht, zumal ich ja noch Geld verdient habe. Mhm. Ja, und
damit konnte ich einfach irgendwann nicht mehr auskommen oder leben mit dieser Tatsache. Ne? Ja, ich verstehe, du bist eine sehr aktive Frau. Ja, ich mache mein Ding so selber. Wenn du arbeiten gehst und 5 Kinder hast, das ist schon Respekt, Respekt, Respekt. Ja, wirklich. Ja. Gut, die Eltern können ja schon ein bisschen helfen, aber trotzdem. Das, ne? Machen die auch, ja. Also ich sag, Arbeit ist es auf jeden Fall, ne? Aber ich sag... aber auch Freude. Auch Freude, auf jeden Fall, ja. Also meine Kinder und ich, wir sind ein Team, würde ich sagen, ein eingespieltes Team. Und geht manchmal hoch her und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch noch immer zusätzlich zu unseren Kindern noch ganz viele andere Kinder. Das glaube ich, die sich ja, das ist ja ein riesen Apparat, der sich da in Bewegung hat. Und vor allen Dingen wirst du mal wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, auch eine sehr junge Oma mal werden. Ne? Oh Gott. Ich hoffe nicht, aber wenn es so sein soll. Wenn du jetzt erst 40 bist und das ist doch super. Ja. Ich, ist auch ja, jetzt wie gesagt, also das belastet mich sehr, dass ich das gleich. Kann ich verstehen, aber ich habe dich jetzt als eine sehr, sehr sympathische Frau kennengelernt. Danke. So, das wird er ja auch, so wird es ihm ja auch gegangen sein. Ja, und das ist ja irgendwie so eine. Es ist keine fulminante Lüge. Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Notlüge. Und vor allen Dingen hat die Lüge eine Entstehungsgeschichte, die auch so ein bisschen menschlich nachvollziehbar ist. Ja. So, und gleich morgen raus mit der Sprache. Gleich, wenn ihr euch trefft. Ich würde gleich, also nach vielleicht ein paar Sätzen der Begrüßung, würde ich damit anfangen. Ja, damit dieser dicke Stein vom Herzen fällt. Das stimmt. Dann wäre alles perfekt. Dann wäre alles gut. Und wenn er dann gut reagiert, und das hoffe ich doch mal sehr, dann kannst du ganz entspannt mit ihm dann zu deinen Kindern gehen und sie ihm vorstellen. Ja, das stimmt. Ja, wünsch mir mal Glück. Ja. Ja, gut. Hast du ihn denn, habt ihr euch denn schon Bilder ausgetauscht? Nee, noch gar nicht. Auch noch nicht. Wir haben uns nur beschrieben. Ja, das ist ja auch nur eine Hürde. Ja, geht. Also ich lege eigentlich jetzt, ich meine, man muss sich schon angucken können. Ja. Aber ich lege jetzt nicht wahnsinnigen Wert nur auf Äußerlichkeiten. Also so wie er sich mir beschrieben hat, hört es sich sehr gut an. Vielleicht hat er ja auch ein bisschen geschummelt und hat einen Bierbauch. Ja, kann ja auch sein. Das kann sein. Vielleicht hat er bei der Größe geschummelt oder so. Aber ich wundere mich immer, wenn ihr mir das alles so erzählt mit den Chatbekanntschaften. Ja. Dann wäre ich doch super scharf drauf, wie sieht denn mein Gegenüber aus? Und dann würde ich doch versuchen, irgendwie ein Bild auszutauschen. Ja, das stimmt. Das wollten wir eigentlich auch erst machen. Wir wollten uns vor einer Woche schon getroffen haben. Ja. Nur dann habe ich gedacht, ach, mit 5 Kindern brauche ich eigentlich gar nicht erst anfangen, eine Beziehung. Das wird eh nichts. Da hat keiner den Mut zu. Ja. Und dann habe ich ihm sogar noch eine SMS geschrieben, tut mir leid, morgen wird's nichts und hat eh keinen Sinn mit uns, die Entfernung und alles Weitere. Ja. Da war er so platt, hat sich aber damit davon nicht abschrecken lassen und ist hartnäckig geblieben. Und dann habe ich mich auch wieder drauf eingelassen, habe aber nicht die Wahrheit, trotzdem nicht gesagt, warum. Mhm. Also er dachte jetzt wirklich nur, dass ich die Entfernung von dem Wohnort als Grund nehme. Das stimmt aber nicht. Verstehe. Und Foto war kein Thema, großes Thema. Liebe Gine, es wäre super, wenn er zugehört hätte. Dann, ne, dann hättest du es ganz leicht. Aber ein bisschen schwer sollst du es ja auch haben, wo du es hier eingeborgt hast. Das aber ich bin da optimistisch. Also wenn das ein netter Kerl ist, dann wird er darüber spunzeln. Ja, hoffe ich. Wirklich. Da bin ich bin auch total aufgeregt und durch den Wind. Wie wollt ihr euch denn erkennen da in dem Café, wo ihr euch trefft? Ja, also ich sag mal so, er weiß ja, wie ich aussehe. Nee, er weiß es auch eben nicht, hast du gerade gesagt. Doch, blonde Haare. Ich hab ihm nur beschrieben. Achso, blonde Haare, 1,72 und so weiter. Ne? Also nicht und die dann habe ich gesagt, was ich anhab. Schwarze Sachen. Ja gut, dann kann der ganz also, die berühmte Rose am Revers, die gibt's dann nicht. Die haben wir weggelassen. Liebe Gine, ich drücke die Daumen. Ja, wirklich. Gut, und wünsche alles Liebe und alles Glück. Ja gut, mach so weiter mit deiner Sendung. Dankeschön. Weil ich höre schon seit Jahren wirklich immer zu. Sozusagen. Sehr nett, dass du sagst. Schlag mir die Nacht hier um die Ohren. Alles Gute, Gine. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt zu unserem heutigen Thema, soll ich weiterlügen? Wenn ihr in einer Situation im Moment seid oder vielleicht schon sehr lange seid, wo ihr euch in eine Lüge verstrickt habt und euch nicht wohl dabei fühlt und überlegt, das Ganze vielleicht irgendwie aufzudecken, dann meldet euch bei mir unter der gerade gesagten Nummer. So, hier ist Ulrike. Ulrike ist 23 Jahre alt. Hallo Ulrike. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Du hast dich auch in eine Lüge hineinbegeben. Ja, seit 3 Jahren habe ich eine Lüge. Erzähl mal, was ist das? Also vor 3 Jahren habe ich kurz vor Weihnachten erfahren, dass ich an Lymphknotenkrebs erkrankt bin. Mhm. Also Lymphome. Ja. Die 2 Lymphknoten, die waren
positiv und einer war halt bösartig. Wie hast du das gemerkt? Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Und dann habe ich mal gedacht, ja, wart's noch ab, bis Weihnachten vorbei ist. Nee, wie hast du die Erkrankung gemerkt, meine ich? Wie ich es gemerkt habe, ich habe so Ausbeulungen gehabt und dachte eigentlich, das ist ein Abszess und bin zum Arzt gegangen, weil ich bin auch im Pflegeberuf tätig und konnte es dann über die Firma selber machen im Krankenhaus. Ja. Also so Knüppelchen unter der Haut und du hast gedacht, das ist ein Hautproblem, aber es war kein Hautproblem, sondern ein geschwollener Lymphknoten unter der Haut. Genau. Ja. Und ich dachte eigentlich, es war zuerst an einer Stelle zu sehen und ich habe dann auch gemerkt, ich bin müde, mir geht's nicht so gut und dachte auch, vielleicht brüte ich jetzt auch eine Grippe aus, war ja Weihnachten, war ja der Zeitpunkt, wo man dachte, okay, ja, die haben dann gesagt, ja, es ist kein Abszess, Blutentnahme und dann hat man das halt dann eben rausgefunden und etliche Untersuchungen gemacht und kurz, also eine Woche vor Weihnachten habe ich es dann erfahren. Ja. Und dann? Ja, haben wir gedacht, okay, Familienfest, du wirst das nicht unbedingt ruinieren und ich wollte auch nicht in dem Moment irgendwo meine Familie damit einbeziehen, musste auch selber damit klar werden und hab's halt gesagt, ja gut, schiebst ein bisschen, lass Weihnachten rumgehen, dann rätst mit denen und ja. Hab's dann weiter rausgezogen, es war kein Zeitpunkt, nicht da. Ach, du hast es dann auch nach Weihnachten deiner Familie nicht gesagt? Nein. Also, ihr werdet jetzt noch weiter nachdenken. Wissen Sie es heute? Nein, Sie wissen es bis heute nicht. Sie wissen es bis heute nicht. Ging 1,5 Jahre, die Therapie. Ja, genau. Was wurde gemacht? Eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie? Strahlentherapie. Ja. Und hat sich eigentlich 1,5 Jahre hingezogen und hat vor 1,5 Jahren dann erfahren, dass alles überstanden ist. Muss jetzt regelmäßig natürlich noch zu Untersuchungen gehen, um einfach auszuschließen, dass sich das wiederholt oder dass halt einfach... Verstehe. Ja. Es gab keine Operation? Nein. Warst du zu dieser Zeit, hast du bei deinen Eltern noch gelebt? Ich bin zu dem Zeitpunkt dann, also nach einem halben Jahr, wo ich es erfahren habe, ausgezogen. Mhm. Nicht aufgrund dessen, sondern einfach... Weil ich war 20, ich wollte eigenes Leben aufbauen und eigene Wohnung haben, also es hat sich eigentlich so geschnitten. Ja, wem hast du das denn überhaupt erzählt? Also nur enge Freunde und das waren eigentlich zu dem Zeitpunkt nur 3 Leute. 3 Leute. Und die Eltern, gibt es auch noch Geschwister? Ja, aber die wissen auch nichts. Die wissen auch nichts. Familie komplett abgeschottet davon. Wie ist denn das Verhältnis, oder das Verhältnis in der Familie und zu deiner Familie? Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis. Also ich habe eigentlich schon früher viel gelogen, eigentlich aus Dummheit, aus Angst, wo ich kleiner war. Und es war eigentlich nicht so, dass ich einfach hingehen könnte, Mama, Papa, guck dich her. Ja, die Frage drängt sich mir auf. Mit Weihnachten, okay, da kann man noch sagen, kann ich verstehen. Du wolltest das Fest der Familie nicht kaputt machen durch diese schlimme Diagnose. Aber warum hast du es später nicht gesagt? Ja, weil irgendwo habe ich es immer rausgezogen, wollte einen richtigen Zeitpunkt abfangen und irgendwann war es einfach zu spät, wo ich sage, jetzt brauche ich es auch nicht mehr sagen. Aber die Frage ist, warum hast du es rausgezogen? Du hättest es doch direkt Anfang Januar dann sagen können. Ja, ich habe keinen Zeitpunkt gefunden, wo ich es sagen konnte. Es hat sich irgendwie nie ergeben. Und Wolltest du die Eltern damit nicht belasten? Auch ja. War das... dir eine zu intime Sache, an denen du die Eltern nicht teilhaben lassen wolltest? Beides eigentlich, also das Erste eigentlich hauptsächlich, weil ich mal gedacht habe, okay, die bedauern mich dann bloß, klappt das auch nicht mit dem Umziehen, dann kann ich meine Lehrstelle vergessen, zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Ausbildung. Hattest du vielleicht auch so ein bisschen Sorge, dass die dir irgendwie auf die Nerven gehen? Vielleicht mit ihrem Beistand, den du so vielleicht gar nicht wolltest, oder mit dem Mitleid? Ja, Überfürsorge, denke ich immer. Überfürsorge. Ja. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wie ein Menschen so eine Strahlentherapie, kann man wahrscheinlich auch nicht generell sagen, aber ich frage dich jetzt, hat dich diese Strahlentherapie sehr umgehauen? Ja, mir ging es nicht gut. Aber ich konnte es eigentlich immer wieder so, ich war zu dem Zeitpunkt, habe mich auch ziemlich abgezahlt, also ich war viel woanders über Nacht bei Freunden und ich war schon flügge zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich schon irgendwo abgezahlt und... Das heißt, dann bist du denen aus dem Weg gegangen in dieser Zeit, bis du dich dann wieder ein bisschen gefangen hattest. Und an den Tagen, wo es mir nicht gut ging, da bin ich gar nicht teilweise heimgekommen, weil ich gesagt habe, ich bin bei einer Freundin beim Lernen oder
woanders über Nacht oder. So, jetzt bist du aber, soweit man das sagen kann, bei einer so schweren Erkrankung gesund. Ja. Das kann man ja wahrscheinlich erst in ganz endgültig in ein paar Jahren sagen, aber das ist jetzt schon alles sehr gut. Ja, also es ist so, dass man nachdem ich 1,5 Jahre die Therapie gemacht habe, konnte man dann sagen, okay, es ist nichts mehr auffindbar, es ist alles wieder gut. Und dann musste ich natürlich das erste halbe Jahr jeden Monat zur Blutkontrolle und Untersuchungen weiterhin machen. Und jetzt ist es halbjährlich und das macht man bis zu 5 Jahren. Fünf Jahre ist nur die Grenze, wo sagt, da kommt dann wieder ein Wiederholungsfall und ab 5 Jahren wird dann mehr oder weniger die Akte geschlossen, dann ist es wieder ein neuer Fall. Hast du ein schlechtes Gewissen jetzt so im Nachhinein, dass du es deinen Eltern und der Familie nicht gesagt hast? Ich hätte es mal leichter machen können, wenn ich die Unterstützung gehabt hätte, ja. Eigentlich. Ah ja, also wäre die Fürsorge dann doch schon angenehm gewesen, damals Angst hattest vor Überfürsorge. Ja, also es war eigentlich schon der Grund. Und weil es dann eben in die Länge gezogen hatte, weil ich den richtigen Zeitpunkt gefunden habe und dann war es irgendwann mal zu spät, wo ich gesagt habe, und dann die Vorwürfe, warum hast du es nicht schon früher gesagt und du hättest es ja sagen können und das war einfach das, wo ich ich lass mal. Gibt es Überlegungen, dass du es jetzt ihnen sagst, wo die Sache gut abgeschlossen ist? Nein, würde ich nicht machen, weil ich denke mal, jetzt werden sie richtig enttäuscht. Weil ich die Familienunterstützung nicht in Anspruch genommen habe. Und vielleicht auch ein großes Misstrauen wachsen könnte. Hast du denn eine Lehre aus diesem Verhalten gezogen für dich? Ja, also ich würde es diesmal gleich sagen, egal zu welchem Zeitpunkt, ob Weihnachten, Geburtstag oder irgendwas anderes. Ja, das kann ich verstehen. Wenn du sagst, jetzt, wenn ich es jetzt sage, dann ist das vielleicht im Nachhinein so schmerzlich für die Familie? Vor allem der Gedanke ist eigentlich auch, was wäre gewesen, wenn ich dran gestorben wäre. Ganz meine Eltern hätten es dann irgendwie durch einen Arzt erfahren oder durch Freunde. Ganz schlimm. Und das, denke ich mir, ist eigentlich das Schlimmste, was man den Eltern nur antut, so ein Misstrauen oder dass man einfach mit so einer Lüge lebt. Und meinst du, ich habe damals dann auch meine Beziehung kennengelernt, da war es also noch ein halbes Jahr. Und dem habe ich gleich mit offenen Karten am Tisch gelegt und habe gesagt, ja, meine Eltern wissen es nicht. Und es konnte eigentlich keiner verstehen, warum ich es eigentlich meiner Familie nicht sagen kann. Es hätte ja auch passieren können, dass, du sagst, ein paar Freunde wussten es, dass es dann doch durchgesickert wäre zu deinen Eltern. Nee, weil der Kontakt war da so nicht da. Naja. Ich will es dir nicht aufdrängen, wirklich nicht. Aber ich frage trotzdem, würden sie dir es verzeihen? Was meinst du, wenn du es jetzt doch sagen würdest? So wie sie einschätzt, glaube ich nicht. Nein. Weil es ist, denke mal, also mir wird es so gehen, wenn ich das erfahren würde, dass mein Kind sagen würde, du Mama, ich war vor 3 Jahren krank und hab's euch 1,5 Jahren verheimlicht und sie wussten, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber die haben halt gedacht, okay, Beziehung getrennt. Macht sich gerade Flücke, die ist gerade in der Ausbildung, sind eigentlich mehrere Faktoren und öfters war ich schon gesundheitlich nicht immer so fit, dass sie das darauf schließen konnten und wenn ich dann jetzt daherkomme und sage... ich war todkrank. Das wäre, glaube ich, schon... Ich meine, diese Entscheidung läuft ja nicht weg. Vielleicht kommen irgendwann Zeiten, wo du es doch sagen möchtest. Im Moment scheint es mir so gefestigt bei dir zu sein, die Entscheidung, es nicht zu sagen, die man auch so akzeptieren kann, eben mit dem Gelernten, was du gerade auch gesagt hast, dass du es auf keinen Fall wieder machen würdest, so. Ja. Dass man eine Konsequenz auch daraus zieht. Aber vielleicht kommt auch irgendwann eine Zeit, wo es dann doch sagst. Wer weiß. Aber es ist gut, dass du, wenn irgendwas Schlimmes nochmal passieren sollte, irgendwie, dass du dann deine Eltern mit einbeziehst. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Frage noch zum Schluss. Das hat mit der Lüge gar nichts jetzt zu tun, mit dem Lügenthema. Wenn man so jung so eine schwere Erkrankung hat, das ist ja wirklich dann, salopp gesagt, ein schwerer Schuss für den Bug. Ja, auf jeden Fall. Was hat das mit dir verändert? Was hat das mit dir gemacht? Wie hat es dich verändert? Man sieht das Leben mit anderen Augen. Mit welchen Augen? Man genießt eigentlich jeden Tag, den man hat. Man weiß es zu schätzen und man verändert sich selber, also persönlich auch. Also gelingt es dir... Wie lange weißt du jetzt, dass du tumorfrei bist? 1,5 Jahre jetzt. Ja, gelingt es dir, wirklich täglich dieses Gefühl aufrecht zu erhalten, den Tag zu genießen, oder wird es jetzt allmählich schon wieder Alltag, dass du gesund bist? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es wiederkommt. Ich meine, das ist auch die Zeit, wo ich jetzt nutzen kann und
Also kann man sagen, dass diese Erschütterung, diese sehr schwere, fast tödliche Krankheit auch einen sehr guten Effekt hat für dich. Ja, auf jeden Fall. Dass du mehr an das Leben herangehst und das wertschätzt und mehr genießen kannst. Und ja, also jeden Moment, also auch Arbeit, auch wenn man sagt, oh, ich habe keine Lust, aber anders denke ich, bin froh, dass ich arbeiten kann, dass ich gesund bin, dass ich nicht irgendwo Pflegefall bin oder im Krankenhaus liege und mir schwere Therapie zuziehen muss. Ja. Die Beziehung, das ist meine andere Hälfte, wo mir Halt gibt, wo ich einfach sage, ich genieße jeden Tag, wo ich meinen Partner bei mir habe, wo ich mit ihm was unternehmen kann. Mhm. Auch meine Familie jetzt weiß ich mehr zu schätzen. Also wie gesagt, seit ich ausgezogen bin, ist das Verhältnis auch mit den Eltern besser. Also jetzt könnte ich auch leichter reden, weil ich einfach auch ein besseres Verhältnis habe. Es war nie ein schlechtes Verhältnis. Es gibt auch keinen großen Anlass dazu, aber das war damals ich konnte einfach nicht. Ich habe früher schon viel gelogen, es war aus Angst teilweise früher wegen Kleinigkeiten. Kann man dir sagen, dass diese schwere Erkrankung dich aus der Lügerei rausgezogen hat? Ja. Ne? Kann man auch sagen. Also ich bin meines Erachtens ehrlicher geworden. Ich auch kleine Notlügen, so Freunden gegenüber, steht mir das Kleid. Man sagt es direkt, aber ich mittlerweile gelernt habe, mit einer direkten Art kommt man vielleicht manchmal... aber ich habe ein reines Gewissen zu sagen, das ist meine Meinung, okay, du hast mich gefragt. Und liebe Ulrike, jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass die 5 Jahre gut rumgehen und dass du wirklich kerngesund bist. Ja. Und ich wünsche dir auch von ganzem Herzen, dass du diese Erkenntnis und dieses Gefühl, was du herausgezogen hast aus dieser Erschütterung, dass du das dein Leben lang behältst, weil das ist gut. Mir hat bloß ein Arzt gemeint, man muss positiv denken, das ist die halbe Therapie und also der Meinung bin ich mit auch. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Antje und Antje ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Antje. Soll ich weiterlügen, heißt unsere Sendung heute. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterlügen soll. Erzähl. Ich bin seit über 10 Jahren mit meinem Mann zusammen und mein Mann hat mich sexuell noch nie befriedigt. Noch nie? Noch nie. Auch ganz am Anfang nicht, in der Verliebtheitsphase? Nein, auch nicht. Wie kommt das? Na, die Verliebtheitsphase, die war so groß, dass es mir damals nichts ausgemacht hat, dass es nicht funktioniert. Ah ja. Verstehe. Und ich bin eigentlich, ich habe immer lange Beziehungen gehabt und da hat sexuell immer sehr gut geklappt. Also. Was fehlt denn bei deinem Mann? Ja, ich weiß nicht, was fehlt. Also er war auch schon mal beim Arzt. Es ist so, egal wo er mich sieht, er ist also sehr schnell erregt. Aber sobald er in mich eingedrungen ist, ist die Luft raus. Sein Penis ist schlaff. Das heißt, er kommt auch nicht zu einem Orgasmus? Nein. Ach. Er kommt nur zu einem Orgasmus, wenn er sich selbst befriedigt. Und das seit 10 Jahren? Ja, insgesamt schon seit 12 Jahren. Also das heißt, er hatte noch nie einen Orgasmus während des Geschlechtsverkehrs? Nein, wir beide noch nie. Und, ja, das habe ich schon fast vorausgesetzt, dass du es dann auch nicht hast. Ja, also es ist so, dass ich halt vor meiner Ehe und vor meiner Beziehung mit meinem Mann immer Regenverkehr hatte. Also mit meinen Partnern früher habe ich also 4-5 Mal am Tag Liebe gemacht, Sex gehabt, egal an welchen Orten. Aber das klappte immer und halt mit meinem Mann nicht. Aber wie kann ich mir denn dann eure Sexualität vorstellen? Die findet doch dann fast gar nicht statt. Nee, also ich habe das Gefühl, mein Mann liebt mich abgöttisch, ich weiß das. Also er beweist es mir auch jeden Tag, dass er mich liebt. Aber ich habe das Gefühl, wir leben wie in einer Wohngemeinschaft. Wie ist es denn so mit Oralverkehr? Funktioniert das denn wenigstens? Ja, bei mir schon, klar. Bei mir ist ja auch alles in Ordnung, also da funktioniert's. Aber bei meinem Mann ist das da genauso. Also wenn ich ihn versuche, oral zu befriedigen, dann ist es genau das Gleiche, wie wenn er in mich eindringt. Sobald Und du kannst ihn auch nicht mit der Hand befriedigen? Nein, überhaupt nicht. Er selbst kann sich mit der Hand befriedigen? Er selbst auch nur sehr schlecht. Also wenn er sich halt selbst befriedigt, dann ist so, ich sag mal, nach 15 Sekunden geht auch wieder schlaff. Dann muss ich ihn dann halt irgendwie wieder anmachen, antören. Dann funktioniert es wieder kurz und dann ist es halt wieder so. Und das geht dann halt so eine Viertelstunde und irgendwann hat er sich dann so oft selbst befriedigt oder versucht, sich selbst zu befriedigen, dass er dann doch noch kommt. War das vor eurer Beziehung bei ihm auch schon so, in seinen vorhergehenden Beziehungen? Ja, also er sagt, es wäre wechselhaft gewesen. Es wäre selten mal passiert, dass es so ist wie jetzt bei mir.
Die Frage, der Hintergrund meiner Frage ist, liegt es an eurer Beziehung oder ist es ein seelisch oder ein körperlicher Defekt? Also ich habe so mehrere Faktoren, die jetzt so zusammengekommen sind. Also meine Lüge ist ja, dass ich ihm immer wieder vorlüge, ich könnte damit leben. Das ist aber nicht so. Ich kann damit schon lange nicht mehr leben. Wie lange schon nicht mehr? Ich habe ihn vor 4 Jahren, habe ich ihn einmal betrogen. Ja. Nach 8 Jahren konnte ich nicht mehr. Es ist wie ein Junkie, ich bin auf Liebesentzug. Und davon weiß er aber auch. Er weiß es und er hat dann gesagt, er verzeiht mir, weil er es irgendwo verstehen kann. Das war aber eine einmalige Sache damals. Und das war eine einmalige Sache, ja. Und das war auch das Einzige bis heute? Das Einzige bis heute, ja. Aber heute kann ich für nichts mehr garantieren. Sprecht ihr denn auch heute immer wieder mal darüber oder ist es eher schon tabu, darüber zu sprechen? Nee, ständig. Also ständig. Ich bin ganz offen. Ich habe ja früher, wie gesagt, also ich habe ja jede Menge Sex gehabt. Aber bringt ihn das denn nicht auch auf die Idee, dass das bei einem so langen Zeitraum enorm frustrierend für dich sein muss? Ja, für ihn ist es ja auch frustrierend. Für ihn ist es auch frustrierend. Also spricht er das auch so aus? Ja, er ist dann mir zuliebe zum Doktor, also zum Arzt, zum Urologen und hat sich Viagra verschreiben lassen. Wir haben das dann mit Viagra ausprobiert. Das klappte dann einmal und danach nie wieder. Da war es genauso, selbst mit Viagra, genauso wie jetzt. Hat er sich denn von dem Urologen auch körperlich untersuchen lassen? Ja. Das heißt, also körperlich ist nichts irgendwie krank oder funktionsfähig? Nein, aber jetzt habe ich ein riesengroßes Problem und du bist ja der Erfahrene. Ich habe damals, als unser erster Sohn geboren wurde... Wie ist denn der Sohn dort entstanden dann, wenn das so kompliziert ist bei euch? Durch künstliche Befruchtung. Durch künstliche Befruchtung? Ja, wir haben Retortenkinder. Also wir haben 3 Kinder und alle 3 sind durch künstliche Befruchtung gezeugt worden. Und ich habe nach der Geburt unseres ersten Sohnes bei meinem Mann, also wir haben 2 Autos und in einem von unseren Autos, also das, was er eigentlich häufig fährt, habe ich eine Schwulenzeitung gefunden. Ja, und da sind halt jede Menge Schwulenannoncen angekreuzt gewesen, die halt bei uns in unserem näheren Umfeld wohnen. Und halt auch mit Telefonnummern und irgendwelchen Daten, Treffpunkt und so weiter. Und ich befürchte jetzt, also unser Sohn ist 9 und ich befürchte jetzt seit 9 Jahren, dass mein Mann eigentlich schwul ist. Die Befürchtung hätte ich jetzt aber auch sofort, nachdem du das erzählt hast. Ich wollte dich nämlich vorhin noch fragen, wie offen ihr redet, ob er sagt, ob es irgendwelche Sachen, ob es Pornografie gibt, irgendwas, was ihn total antörnt. Spricht, ja, halt diese Schwulenzeit. Ja, aber da habt ihr darüber geredet? Ja, natürlich. Ach, da habt ihr auch darüber geredet? Nee, er blockt immer wieder ab. Er weiß ja, dass ich eigentlich sehr aktiv im Bett bin. Also Also Moment, lass mich fragen. Ne? Du hast die Zeitung gefunden und du hast ihn darauf angesprochen. Genau, ich habe die Zeitung sofort mit reingenommen, habe ihm die auf den Tisch gelegt und bin auch ganz friedlich geblieben. Ja. Ich habe halt, weil ich wollte wissen, warum es nicht klappt. Wann hast du die gefunden? Wie lange liegt das zurück? Fast 9 Jahre. Fast 9 Jahre schon? Ja. Ach so, ich dachte, das ist gar nicht so lange her. Nee, vor 9 Jahren. So, und dann legt man die auf den Tisch. Das ist ja dann schon irgendwie peinlich für den Partner. Was hat er gesagt daraufhin? Er hat das abgestritten, dass es seine Zeitung wäre. Der hätte sich irgendein Arbeitskollege einen Joke erlaubt. Aber als ich ihn dann in die Enge getrieben habe, also Kofferraum abgeschlossen, und das ist ein bestimmter Edding-Stift gewesen, den wir haben, so eine ganz seltene Farbe. Und da habe ich ihm halt den Stift auf den Tisch gelegt und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe es gemacht. Ich habe mir diese Zeitung besorgt und ich habe auch... Ja, aber da liegt doch an die Frage nahe, bist du schwul oder stehst du auch auf Männer? Hast du ihn das gefragt? Das hat er abgestritten. Hat er abgestritten? Ja. Und da streitet er seit 9 Jahren ab? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es an seinem Beruf liegt, dass er sich da nicht outen möchte oder so. Was macht er denn? Mein Mann ist Polizeibeamter. Ja, oh Gott, wie viele Polizisten gibt es, die schwul sind? Ja, ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe ja recherchiert. Ich habe dann halt auch gesagt, Mensch, ich habe im Internet eine Seite gefunden, die ist extra von schwulen Polizeibeamten. Ach, da bist du aber sogar nett und legst ihm das hin. Das heißt, für dich wäre das gar nicht so dramatisch, wenn er sagen würde, ich bin schwul. Nee, überhaupt nicht. Weil du dann auch deine Freiheit hättest und du könntest deine Sachen machen. Ja, ich muss einfach, ich kann nicht mehr anders. Ich sehe ja überall schon nackte Männer. Ja, wahrscheinlich genauso wie er. Hältst du es denn für möglich, dass er permanent seit 9 Jahren irgendwelche schwulen Affären am Laufen hat? Kann ich mir vorstellen.
Weil, boah, wie hältst du das denn aus, Mensch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, ich meine, ich bin ja schon einmal untreu gewesen. Ja, ich onaniere täglich. Also ich kann mir nicht vorstellen. Aber wie hältst du das aus, mit einem Partner zusammen zu sein, dem du dann auch noch vorlügst, dass es dir nichts ausmacht und dass der dann eventuell schon seit 9 Jahren sein schwules Leben führt? Wie kann man denn damit so leben? Ja, ich kann nicht mehr so leben damit. Das finde ich allerdings auch. Ich nehme mir nicht das Leben Gottes ich kann mit diesem also, Mann nicht mehr leben. Ich finde auch, das allererste, was gemacht werden muss, ist diese Lüge aufbrechen, dass dir das nichts ausmacht. Dir macht es verdammt viel aus. Verdammt viel, das musst du ihm sagen. Ja, das habe ich ihm ja gesagt. Mir macht es nur aufgrund der Dauer jetzt schon, weil es schon seit 12 Jahren so ist. Aber natürlich. Ne? Mir macht es nichts mehr aus, nicht mehr mit ihm zusammenzuleben. Weil wir sind wie eine Wohngemeinschaft. Mhm. Wir haben kein Sexualleben mehr. Wir haben keine Zärtlichkeiten. Wir geben uns keine Zungenküsse. Ach, das auch nicht mehr. Ja? Wir geben uns nur noch Küsschen. So, das heißt, eigentlich wäre die sauberste Lösung, wenn du sagen würdest, pass mal auf, lass uns freundlich trennen. Wir regeln das mit den Kindern. Und jeder geht, was Erotik, Beziehungen angeht, seinen eigenen Weg. Ja, so weit waren wir ja schon. Aber also ich war so weit. Aber mein Mann wehrt sich dagegen. Also er möchte nicht ausziehen. Er möchte definitiv bei uns wohnen bleiben. Und es hat aber auch nichts mit Geld zu tun oder so. Wäre das denn für dich sogar noch okay, wenn er da wohnen bliebe? Nee, überhaupt nicht. Du möchtest alleine wohnen? Ich möchte jetzt einfach nur für unsere Kinder da sein. Mhm. Und ich sehe überall nackte Männer. Ich brauche Sex. Ich muss endlich mal wieder nach 12 Jahren richtig poppen. Ja. Ne? Dann musst du es auch tun. Ja, und ich kann nicht immer nur Rücksicht nehmen. So, dann musst du es auch tun. Wenn er so eine Flasche ist, ja. Vielleicht ist es so, dass er seit 9 Jahren sich selbst belügt und seine Frau belügt. Dann musst du das jetzt nicht mal mehr eine Woche mitmachen. Jetzt musst du in Konsequenzen ziehen. Ja, natürlich muss ich da was tun. Deshalb rufe ich dich auch heute an. Ja, also ich finde, du hast meine volle Sympathie. Absolut meine Sympathie. Ich finde auch, du hast ja schon alles innerlich durchdacht. Du bist ja schon, die Sache ist ja quasi schon abgeschlossen. Ja, ich habe ja wirklich alles getan. Ich lege ihm hier die Brücken und sage ihm, wenn du schwul bist, das ist nicht schlimm. Ja. Wenn er schwul ist, dann könnte ich sogar mit ihm noch weiter zusammenleben, wenn er wollte. Ja. Ja, weil so geht es nicht mehr. Nein, ich finde auch ganz wichtig, dass du für dich jetzt eine Klärung hinlegst, was dein Leben anbelangt. Das heißt, du musst für dich grünes Licht dir geben, ich gehe jetzt auf Männer fangen. Ich habe Bock auf Typen. So. Ja, ich hab's ja versucht, aber ich meine, der Beruf ist ja auch nicht so einfach. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Ich habe ja auch ein bisschen Angst darum, wie reagiert er, wenn ich mich von ihm trenne. Wird er bösartig? Er ist immer ganz lieb gewesen, er hat mich nie geschlagen oder so, das überhaupt nicht, gar nicht. Auch den Kindern gegenüber, immer der korrekte Vater. Aber wie verhält er sich, wenn ich mich von ihm trenne? Ja, aber das ist jetzt eine Frage, eine berechtigte Frage, aber die sollte dich nicht bremsen, etwas zu unternehmen. Im Prinzip seid ihr ja de facto schon, ich weiß nicht wie viele Jahre getrennt, eigentlich. Das ist ja nur noch ein Schaugebäude, was ihr da aufrechterhaltet. Wenn ich nicht Angst vor Geschlechtskrankheiten hätte, dann hätte ich ihn schon, weiß ich nicht, schon zigmal verlassen oder betrogen. Naja gut, man kann ja sich da auch in einem gewissen Maße schützen. Aber es geht ja jetzt nicht nur um den Sex, sondern es geht einfach um eine Klärung eurer Verhältnisse. Und so wie ich dich es verstanden habe, wäre dir die liebste Form eine Trennung, auch eine räumliche Trennung. Aufhören zu lügen. Aufhören zu lügen zu müssen. Ja. Ich kann es nicht mehr, jeden Tag zu sagen, ich liebe dich, wenn es nicht mehr so ist. Und ich kann auch nicht jeden Tag sagen, das macht mir nichts aus. Aber Antje, ich muss noch mal sagen, du klingst so vital. Mich wundert das, dass du das so viele Jahre gemacht hast. Ja. Das wundert mich total. Du wirkst gar nicht so zurückhaltend und nein, aber es ist der Bekannten- und Familienkreis. Das ist völlig scheißegal. Ab morgen wird nicht mehr gelogen. Ab morgen gibt es eine Revolution bei euch im Haus. Ja, ich hatte es mir heute Abend vorgenommen und deshalb habe ich dann dein Thema gesehen. Will ich nur ermutigen dazu. Mach es, mach es, mach es. Das ist deine Lebenszeit. Jeder Tag, jede Woche, die vergeht, ist weg. Jeder Tag, der mit Lügen vertan wird, ist ein verlorener Tag. Ja, ich tue es ja. Du musst es tun. Doch, ich habe jetzt den Mut und auch die Kraft, weil ich hatte gerade Geburtstag. Ich bin also gerade erst 38 geworden. Also in der Blüte des Lebens. Und da war eigentlich so der Kick, wo ich gesagt habe, Mensch, du wirst echt immer älter. Ja. Aber jetzt guckt dich niemand mehr an und du hast echt keine Chancen mehr. Genau. Also du musst es jetzt tun.
Ja, ich tue es. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich wünsche viel Kraft, die wirst du brauchen, und viel Durchsetzungsvermögen und vor allen Dingen Glück. Ich danke dir, Thomas. Alles Liebe, Antje. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für uns von heute. Unsere Sendung Soll ich weiterlügen? In der Technik war Volker Thake. Morgen wieder sind wir da. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Nummer. Kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Und morgen haben wir wie immer mittwochs eine freie Themennacht. Ich wünsche euch